Pilgerpause. Plötzlich sind die Pilger da und es verstummt das Blabla. Die Pilgerinnen sind unterwegs mit Wasser, Bibeltexten und viel Keks. Plötzlich sind sie um die Ecke gekommen. Wie in St. Martin heißen sie willkommen. Mit einem Aperitif von Chips, am Ende dieses Wandertages ein kleiner Schwips. Die Pilgergruppe staunt über diese moderne Kirche mit Licht und Weite und kalter Wärme. Pilgern sei beten mit den Füßen, mit Gott reden und neben den Flüssen neu erfrischt und gesegnet werden, wie bei der Taufe, barfuß die Erden und Böden berühren, wegen der Blasen an den Füßen, sich fragen dann und wann, warum bin ich nur aufgebrochen? Doch sie haben den Segen gerochen, der da im Gehen und Schweigen liegt und im Wahrnehmen des Jetzt und Hier. Geborgen wie ein Herdentier hält die Pilgerin Ausschau und kriegt eine Ahnung vom Guthirt, von Gott, der uns begleitet und unsere Wege weitet. Die Pilgergruppe macht einen Halt und ruht, und obwohl es ist kalt, bricht sie am Morgen wieder auf, der Sonne entgegen, den nächsten Berg rauf, so erfährt sie Wunderbares zuhauf. Wir bleiben vorerst hier, doch auch hier können wir rasten und aufbrechen und Wunderbares und Rares erfahren und Göttliches erahnen, denn Gott ist mit uns auf all unseren Lebensbahnen.